Kennst du das? Seit einer Woche sehe ich auf Social Media nur noch Postings, dass Kassenpatienten angeblich keine vernünftige Leistung mehr bei ihrem Zahnarzt bekommen. Hallo zusammen. Natürlich stimmt's nicht. Wenn du aber bei deinem Zahnarzt auf dem Behandlungsstuhl mit solchen Postkarten hier behelligt wirst, dann ist es schon mal an der Zeit, sich die Frage zu stellen, ob du auf dem Behandlungsstuhl lieber politische Botschaften oder exzellente Zahnmedizin genießen möchtest. Du hast selbstverständlich weiterhin die Wahl, ob du ausreichend zweckmäßig, also auf Kasse behandelt werden willst. Das heißt, notdürftige Reparaturen oder ziehen, was kaputt ist. Man hat sich nichts verändert, also nichts Neues. Oder ob du erstklassige Zahnmedizin haben möchtest für deine Gesundheit und deine Zähne, die allen voran den Zahnerhalt und die Langlebigkeit im Fokus hat. Wenn du in Zukunft als Kassenpatient besser behandelt werden möchtest als ein Privatpatient, dann schau dir mal dieses Video hier an. Das Ganze kostet im Monat übrigens nicht mehr als ein Mobilfunkvertrag, kann sich also jeder leisten.